Jo Leute, willkommen zu einer neuen Folge The Forest. Ja, in der vergangenen Folge habe ich es angekündigt, jetzt wird es auch erledigt. Und zwar kümmern wir uns jetzt in dieser Folge mehr um unsere Verteidigung unserer Basis. Und zwar indem wir zum einen hier die Stacheln weiter ausbauen. Ich habe damit jetzt gerade schon mal ein wenig begonnen. Und zum anderen werden wir auch noch ein paar Fallen aufstellen. Das ist jetzt zuerst mal unser Ziel. Unser vorübergehendes, das wird sich vielleicht auch noch ändern. Erstmal hier werden wir aber noch kurz was essen. Das steht auf jeden Fall nämlich auch schon mal fest. Muss natürlich auch sein. So, zack, einmal das drauf und dann nochmal so eine Echse. Zack. Gut. Gut. Wir haben sechs Stöcke auch noch. Ein paar Steine, die kommen wir mal direkt hier mit ran. Während das Zeug dort grillt, werden wir mal währenddessen kurz nochmal ein paar Steine und so suchen. Wir müssen aber schnell zurückgehen, nicht, dass es verbrennt oder so. Naja, und langsam wird es hier auf jeden Fall auch sehr kahl. Muss man ja auch ganz klar mal so sagen. Wir müssen auf jeden Fall auch mal die Stümpfe hier noch, also die Baumstümpfe mal noch ein bisschen entfernen. So, einmal das Essen hier. Zack. Das andere auch mal noch. So, perfekt. Und den Rest schmeißen wir hier drauf. Nein, jetzt habe ich noch einen Lorsch reingetan. Mist, ich wollte das Feuer nur etwas wieder entfachen. Ah, das war jetzt nicht so geplant. Das war wirklich nicht so geplant. Ja, den werden wir aber leider jetzt eh nicht essen noch, weil wir sind schon voll jetzt. Das ist das Ding. So, hier fehlen eigentlich größtenteils überall nur noch die Stöcke. Also Steine brauchen wir nicht mehr so viele. Nur noch Stöcke eigentlich. Ja, hier vorne haben wir genügend. So. Dann nehmen wir die mal ganz fix hier überall mit. Okay. Mit Steinen sind wir jetzt erstmal voll. Mit Stöcken. Mit Steinen noch nicht, jetzt aber auch. Perfekt. So, hier sind die Knochen auch schon da. Tut mir leid, mein kleiner Lorch, ich kann dich nicht essen. Es war eigentlich nicht so geplant, dass du noch mit da drauf kommst. Rüstung? Ah ne, können wir nicht machen. Mist, schade. Aber wir haben noch einmal Rüstung hier unten. Die packen wir uns direkt mal noch mit rein. So, jetzt machen wir wieder dorthinter, holen uns noch ein paar Stöcke. Das ist das letzte Mal, dass wir Stöcke holen müssen, oder? Nein, nein, noch zweimal Stöcke holen. Und noch zweimal Steine holen. So. Ein Stein noch. Jawohl, voll sind wir wieder. Ja, dann haben wir schon mal so die Hauptwandreihen. Auf jeden Fall schön voll. Dann fehlen nur noch so ein paar kleine Ecken, wo halt da noch nichts dran ist. Aber ansonsten so. Der Schutz ist dann eigentlich schon mal so gut wie fast überall da. Was das hier zumindest betrifft. Halt jetzt bis auf kleine Ecken wie das hier jetzt. Oder halt auch auf der anderen Seite neben dem Tor noch so eine kleine Ecke. Aber an sich haben wir das dann so gut wie fertig. Ja, was jetzt eigentlich nicht so geplant war, dass die Tiere da dran festhängen. Das soll eigentlich nicht sein. Nun gut, ich kann das aber leider eh nicht ändern. Wir müssen uns gleich mal waschen, denn wir sind gerade ganz schön dreckig. Und Durst haben wir auf jeden Fall auch. Also darum müssen wir uns auch noch kümmern gleich. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt einmal voll und fällen auch noch einen Baum. So, perfekt. Voll sind wir. Jetzt wird ein Baum hier mal noch gefällt. Nehmen wir den, oder? Ja, wir nehmen den, der hier näher dran ist. Weil ich nicht will, dass der irgendwann noch auf mein Gebäude oder so fliegt.
Deswegen direkt mal hier so in die andere Richtung hier fällen. Hier steht da einer? Nein. Okay, das war ein Baumstumpf. Ich dachte gerade, dort oben steht einer hinter einem Stumpf, aber nein, das war nur einfach ein kleiner, längerer Stumpf auch nochmal. Wow. Alter, er ist direkt auf mich drauf geflogen. Das hätte auch schlecht enden können. Muss man ja ganz klar mal so sagen. Wofür ich jetzt auch schon mal hier die Vorlagen noch hingesetzt habe, ist hier innen drin bei unserer Basis hier so das nächste Wendezeug. Dafür habe ich auch schon mal die Vorlagen so hingemacht, wie wir das dann dort bauen werden, so alles. Aber ja, es nimmt auf jeden Fall alles langsam hier Gestalt an. Vielleicht machen wir draußen mal noch so ein Teil hin, so eine Falle. Wie halt auch schon zu Beginn angekündigt. So, hier fehlen noch zwei Köpfchen. Die sollten wir auch jetzt eigentlich gleich noch auftreiben können, die Folge vielleicht. Weil das hätte ich nämlich auch ganz gerne mal noch fertig. So, das sieht doch hier schon mal gut aus. Ja. Nimmt ja langsam alles gute Gestalt an. Ich denke, hier hinten auch wird unser Bett dann sein. Ich bin aber damit mir noch nicht so ganz einig so im Kopf. Vielleicht kommen hier auch so unsere Lagersachen hin. Vielleicht, falls wir damit diese Folge noch nicht anfangen, könnt ihr ja gerne mal ein paar Vorschläge reinmachen. Wo soll unser Schlafplatz, wenn dann hin? Hierhin oder eher dort vorne irgendwo. Aber nur falls wir das jetzt noch nicht beginnen mit Schlafplatz bauen in dieser Folge. Ich weiß halt jetzt noch nicht, wie weit wir jetzt noch kommen, so vom Bauen her in dieser Folge. So, sind hier noch ein paar Bäume, die in unserer Nähe sind von unserer Basis, die da draufstürzen könnten? Ich könnte mir vorstellen, auf der anderen Seite mal noch irgendwo. Ja, wir machen dann jetzt auf jeden Fall hier vorne mal eine Falle. Würde ich sagen, erstmal eine. So eine ganz normale Sturzfalle würde ich hier einfach mal hinmachen wollen. So würde ich sagen hier. Oder wollen wir so eine machen, die so hochspießt, die ganzen Dinger. Ne, wir machen hier einfach nur so eine Sturzfalle erstmal. Ja. Erstmal nur hier oben so eine kleine Sturzfalle. Eine. Und um weitere Sachen wie Fallen kümmern wir uns natürlich dann gleich auch noch, aber erstmal hier oben nur eine hin. So, jetzt kurz ein paar Stöcke besorgen. Brauchen wir nämlich auch wieder. So, zack. Gut, jetzt die Baumstämme hier holen. Und die restlichen werden dann natürlich noch für den Hausbau genommen. Einer bleibt da noch übrig. Sehr schön. Die Falle hätten wir. Ah nein, zwei ist noch übrig. Sehr cool. So, dann machen wir die Seite jetzt aber zu. Ah, hier fehlt noch einer. Ein Baumstumpf. Ein Baumstamm. So, jetzt trinken wir erstmal was. Ist hier ein Baum? Naja, ja, der hier. Die zwei großen müssten mal noch hier weg. Wie ich finde. Wir schlagen die mal in die Richtung so, würde ich sagen. Hier kommt dann jetzt gleich auch noch irgendwo eine Falle hin. Ich weiß noch nicht ganz genau, was für eine. Ich denke auf jeden Fall mal eine andere als wie die andere von eben.
Das denke ich mal auf jeden Fall. So, die eine Wand machen wir mal hier fertig. Da wir ja gerade auch jedes Mal wieder voll sind mit Steinen, würde ich sagen, können wir jetzt auch schon mal anfangen hier draußen auch noch mit so einem Stachelding wieder. Einfach mal so nebenbei noch. Kann eigentlich nicht schaden. Ich weiß nicht, ob wir hier in der Ritze auch noch das so machen sollen. Ich glaube, nur hier vorne machen wir das nochmal so. Würde ich sagen. So, die ganzen Baumstämme mal dort reintragen und dann einfach erstmal so ein bisschen runterrollen lassen, würde ich sagen. Oh, das ist ein Eichhörnchen. Ich dachte gerade, das wären Pilze. Gut. Jetzt haben wir hier erstmal ein paar Baumstämme. Alle hier anbringen. Hier vorne erstmal das Teil noch fertig machen. Okay, gut. Zack. Die eine Wand haben wir dann jetzt auch noch fertig. Hier sind die zwei Baumstämme. Perfekt, die vordere Wand ist dann jetzt auch fertig schon mal. Ja, sieht doch gut aus. Wo ich mir aber noch nicht so ganz sicher bin, was wir hier machen, ob wir das hier nochmal ein bisschen größer bauen. Weil ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob der Platz reichen wird. Aber erstmal würde ich sagen, das andere so abhaken hier, bevor wir das dann entscheiden, so richtig. Würde ich sagen. Ah nein, ist den wollte ich mir gerade holen, die kleine Echse dort. Leider zu spät mitbekommen, dass dort eine saß, sonst hätte ich einen Bogen rausgeholt schon. So, der Baum fällt. Und der jetzt hier auch noch. Das ist ein ganz schön großer, dicker Baum hier. Oh, was ist mit dir denn passiert? Ich dachte gerade, das kleine Eichhörnchen sitzt nur dort da. Haben wir das erledigt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube, vielleicht ist ein Baum drauf gefallen. Ich bin mir aber nicht sicher. So, wie viele Baumstämme haben wir noch hier? Ja, noch ein jetzt, glaube ich, oder zwei. Die hier, die wir jetzt dort reingetan haben, denke ich, werden wir jetzt auf jeden Fall auch nehmen fürs Gebäude. Aber hier draußen kommt jetzt noch eine Falle hin. So, was nehmen wir für eine? So eine würde ich ganz gerne eigentlich nehmen. Ich weiß nicht, die finde ich irgendwie cool. Ich würde die ganz gerne hier irgendwie so hinstellen. So bei der Tornähe. Das Problem ist, hier sind noch diese Lagerfeuer. Und die Baumstämme müssten wir dann noch ein bisschen hier weg. Komm schon. Manche gehen nämlich manchmal nicht weg. Komm schon. Jawohl. Oder, wie machen wir es? Ich würde sagen, hier machen wir sowas hin. Ja. So in die Richtung hier. Dann machen wir jetzt, währenddessen wir noch nicht fertig damit sind, das Feuer hier nochmal an. Hallo? Nein. Damit das dann vielleicht noch ausgebrannt ist und komplett weg ist, bis wir damit fertig sind.
Das wäre eigentlich eine ganz gute Methode. Ich sehe gerade, wir brauchen ganz schön viele Stöcke dafür. Ja, da können wir aber erstmal ein bisschen sammeln. Aber ich glaube, das kriegen wir auch schnell eigentlich hin, wenn wir hier direkt diese kleinen Bäume nehmen. Und vielleicht gibt es sogar jetzt gerade noch mal eine leichte Planänderung. Und zwar glaube ich, wir werden mal noch einfach von da drinnen ein paar Bäume nehmen. Oder? Nee, die nehmen wir schon fürs Gebäude. Nee, nee, nee. Der Plan hier bleibt bestehen. Wir fällen dann einfach dafür nochmal einen extra Baum. So, die haben wir jetzt schon extra hier runtergerollt und so. Und wenn da was übrig bleibt, nehmen wir das noch hierfür. Hier fehlen mir halt auch noch ein paar Stöcke. Mal sehen, vielleicht machen wir auch direkt zwei Fallen jetzt hier. Gucken wir mal. Ich brauche halt jetzt erstmal jede Menge Stöcke gerade. Stöcke, Stöcke, Stöcke. So. Wir sind gut eigentlich dabei. 10 Stück haben wir. Jawohl. Der Baum hier, würde ich sagen, ist dafür dran, oder? Nee, der, nee, 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 nee. Der hier. Der ist ein bisschen näher. Ich würde sagen, wir schlagen den aber so ein bisschen nach rechts, weil wenn der jetzt hier nach links fliegen würde, würde das alles ins Wasser rollen. Und das möchte ich eigentlich nicht unbedingt. Wie sieht es mit dem Feuer hier aus? Gut, das ist weg. Sehr schön. Was wir aber dann natürlich auch immer machen müssen, ist immer schön hinschauen hier wegen der Falle, weil ich habe keine Lust darauf, von der eigenen Falle hier erledigt zu werden. Und dort vorne ist gerade auch schon jemand spazieren gelaufen. Oh, dort vorne steht jemand. Nein, zwei. Nein, drei. 3 Stück stehen dort. Ach du Schreck. Das finde ich jetzt gerade nicht so schön. Das finde ich gerade wirklich. Nein, nicht den Busch dort zerstören. Gut. Weil die Pflanzen. Oder eher gesagt, die Beeren brauchen wir. So, dann machen wir nämlich damit auch direkt unseren Magen wieder schön voll. Und müssen nicht nochmal einen Riegel oder so nehmen. Oder unser nicht mehr allzu gutes Fleisch. So, und was wir aber hier auf jeden Fall noch machen werden an dem Teil ist, damit wir das auch heller mitbekommen werden, wird noch sein, sowas wie Licht hier. Würde ich sagen. Irgendwie hier nochmal sowas wie ein Licht. Oder, ich glaube eigentlich können wir uns das auch so merken. Einfach. Bei unserem Tor ist ein Stachelding. Ich glaube, das werde ich schon nicht vergessen. Hoffe ich mal. Mist, ich brauche nochmal einen Stock. Wir holen uns direkt nochmal ein paar mehrere. Und danach erstmal schnell zurück in die Basis. Weil es wird dunkel. Haben wir noch ein paar einzelne Stöcke rumliegen. Na, das Problem ist halt, ich könnte manchmal denken, von hier hinten aus vielleicht, dann das ist ein Baumstumpf oder so, dann renne ich dem Ding genau rein, so. Wenn ich hier so bin und direkt vor ein Tor reinrennen möchte, dann habe ich ehrlich gesagt Angst, dass ich irgendwann mal, wenn ich auf der Flucht bin oder so, einfach dort reinrenne, weil ich da gar nicht mehr so dran denke.
kann nämlich ja vorkommen. So, ich würde sagen, hier machen wir auch nochmal so ein Lichtding hin. Mist, geht nicht. Dann eben hier. Gut. Und nochmal hier hin. Obwohl, das ist mir ein bisschen langsam zu schräg hier. Ja, das ist mir ein bisschen zu schräg. Jetzt schauen wir nochmal, was Steine betrifft hier innen an. Wo wir vielleicht nochmal sowas machen. Hier. Weiß nicht so recht. Moment. Vor. Okay, ja. Wir machen hier. Hier machen wir nochmal sowas. Erstmal bis hierhin aber nur. Würde ich vorschlagen. Kurz die Steine sammeln und schnell wieder rein. Denn es ist dunkel. Dunkel, dunkel, dunkel. Hallo, ist gerade jemand hier im Wald, der mich zufällig beobachtet? Irgendwo im tiefen Wald wird schon jemand sein, aber... Hier, in meiner Nähe. Hallo, ist hier jemand? Macht wer dann bitte irgendwie mal ein Geräusch, so ein... oder so Geräusch. Einfach damit ich weiß, ja, hier ist jemand. Damit ich schon mal etwas vorgewarnt bin. Wäre nett. Ja, und ich würde sagen, hier machen wir das noch so weiter nach unten. Als nächstes so bis hierhin. Ja, wenn es geht. Wenn es geht. So, komm, jetzt aber. Ja, hier geht's wieder. Ja, aber ich möchte das schon ein bisschen genauer dort an dem anderen Ding so dran haben, dass es wie so anschließt daran. Mist, wieder weg. Komm schon, jetzt aber. Ja, jetzt geht's. Sehr gut. Ja, dann haben wir jetzt schon mal zwei Fallen. Verteidigungsmäßig sind auch die ganzen anderen Stacheln dort draußen fertig. Das ist doch gar nicht mal so verkehrt. Gut, Leute. Ziel für die Folge abgehakt. Nächste Folge werden wir mal schauen, was wir da machen. Also, jetzt weiß ich gerade so gar nicht, was wir in der nächsten Folge machen. Ich denke, in der nächsten Folge werden wir einfach nochmal ein bisschen uns kümmern um die Basis. Bevor wir wieder auf Reise gehen, denke ich mal. Also ich denke, in der nächsten Folge werden wir uns langsam kümmern, dass das Haus auch mal wirklich richtig fertig wird. Das war's dann erstmal an der Stelle, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt gerne einen Kommentar. Macht auch gerne ein paar Vorschläge in den Kommentaren für so ein paar Sachen, wie wir noch das und das bauen könnten. Und ja, schaltet beim nächsten Mal gerne ein. Das war's. Haut rein. Tschüssi.